Mädels, ich sage euch, wenn ihr IKEA-Möbel habt zu Hause, dann braucht ihr auf jeden Fall so ein Ding. Hallöchen, Mädels. Ja, da bin ich wieder und schön, dass auch ihr wieder mit dabei seid. Da gibt's mein Haushaltsfavoriten-Video von mir. Ja, mein lang ersehntes. Ihr habt es euch wirklich lang gewünscht, ihr Armen. Und ja, ich habe es lange hinausgezögert und ich bin ehrlich, das ist auch nicht das erste Mal, dass ich dieses Video drehe. Weil, ja, ich hatte das schon mal gedreht, habe aber ein paar Sachen nicht hier gehabt und dachte mir dann so, es ist ja irgendwie auch doof, ne? Wenn du dann Sachen zeigst oder beziehungsweise sagst, ja, das und das mag ich und dann hast du es nicht da, das sieht irgendwie bescheuert aus, oder? Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich jetzt alle Sachen da. Ich war vor ein paar Tagen bei DM, habe Nachschub besorgt sozusagen und kann euch jetzt wirklich alles hier präsentieren und wir drehen das Video jetzt neu. Genau. Wenn ihr jetzt wissen wollt, womit Vanessa ihre Wohnung in Schuss hält, sozusagen, dann bleibt dran. Ja, um es schon mal vorneweg zu sagen, es sind A, ziemlich viele Sachen, die ich euch heute zeigen werde. Also das Video könnte länger werden unter Umständen. Also nehmt euch vielleicht was zu trinken oder ein bisschen was zu snacken. Und B, ich habe mir natürlich wieder keinen Plan gemacht, ne? Wie sollte es auch anders sein? Aber so ein bisschen Struktur möchte ich dann doch reinbringen. Und deswegen beginnen wir mal mit dem Thema Waschen, weil die Waschmaschine steht meistens im Keller. Deswegen arbeiten wir uns von unten nach oben durch, hatte ich mir so gedacht. Und wie gesagt, beginnen mit dem Waschen und da habe ich drei Favoritenprodukte für euch, die ich euch nicht vorenthalten möchte. Und zwar sind das einmal meine Denkmit Duo Aktiv Caps, einmal hier Color, die Variante, und einmal Vollwaschmittel, also rein weiß oder strahlendes Weiß steht hier drauf, genau. Und die sind, wie gesagt, von der DM Eigenmarke und das sind diese Pots. Ihr kennt ja die von Ariel mit Sicherheit und von Lenor, die gehen ja mittlerweile durch die Werbung nix. Und DM, also beziehungsweise die Eigenmarke von DM, hat die jetzt auch seit längerer Zeit und ich benutze sie jetzt einige Zeit. Die sehen übrigens so aus, das sind so Kissen und da fallen sie mir schon hin, weil die auch eine ganze Ecke günstiger sind als die von Ariel und die tun an für sich nichts anderes, habe ich festgestellt. Ich habe nämlich schon alles Mögliche ausgetestet in dem Bereich, wirklich Ariel, Lenor und was war das andere? Persil, glaube ich, oder Spee war es. Auf jeden Fall sind die alle nicht schlecht, aber wie gesagt, die sind günstiger mit ihren 2 Euro irgendwas, was sie kosten und ja, tun das Gleiche und wenn man da sparen kann, wieso nicht, ja? Ja, von daher habe ich hier zweimal die Waschmittelpots. Habe ich auch schon einigen Mädels von euch empfohlen und ihr seid auch schon auf den Zug aufgesprungen, habe ich in euren Videos gesehen. Was mich natürlich sehr freut, weil ansonsten lasse ich mich ja immer gerne von euch anfixen, ne? Mein nächstes Produkt, was ich glaube ich schon, ich glaube 3, 4, 5 Jahre verwende wirklich. Ich habe zwischendurch immer mal was anderes verwendet. Das habt ihr in meinen Videos gesehen, dass ich was anderes ausprobiert habe. Aber ich muss gestehen, ich komme immer wieder zu diesem zurück, weil es ist A, der günstigste oder beziehungsweise er ist günstiger als die anderen. Und B, der Geruch ist einfach für mich nicht zu übertreffen und er hält einfach am längsten in meiner Wäsche. Und zwar rede ich hier von dem Lenor. Und zwar von dem Frische Schutz mit Febreze-Duft. Ja, das ist dieser hier. Der ist ein bisschen günstiger wie diese Parfümelle und den ganzen Kram, den es da gibt. Aber dennoch schafft er es wirklich in meiner Wäsche am längsten zu halten. Noch länger als dieses ganze Parfümzeugs. Und ja, dafür hat er von mir einen Orden verdient. Ich habe den, wie gesagt, schon öfters mal in die Kamera gehalten, in meinen Aufgebraucht und mein Holz. Ab und zu auch mal was anderes, aber wie gesagt, ich bin mittlerweile wieder zu denen zurückgekehrt. Ja, ist es einfach so, weil ich ihn einfach so sehr liebe. Ich liebe den Duft. Ich mag Febreze ja sowieso, ne? Ihr wisst das. Ich habe da echt einen Spleen. Und ja, hier ist Febreze-Duft drin und oh, Leute, wenn ihr das riechen könntet. Wie gesagt, den gibt es nur bei DM. Wenn ihr mal da seid, dann guckt da auf jeden Fall mal hin oder riecht mal dran, haltet mal euren Rüssel rein, so wie ich das auch immer mache. Der ist echt gut. So, da machen wir mal weiter mit der Bartreinigung. Da zeige ich euch als erstes ein Produkt, was ich auch nicht mehr missen möchte, und zwar den Fizz Kraft und Glanz Bart- und Duschereiniger. Mädels, ich weiß, es gibt auch welche von Frosch und ich weiß auch, ihr schreibt mir immer wieder, probier die mal aus und so, aber auch hier ist es wieder der Duft. Ich komme immer wieder zu dem zurück. Ich kaufe mir den mittlerweile im Nachfüllpack. Da ist der ein bisschen günstiger und auch umweltfreundlicher. Und es ist einfach für mich der Beste. Wenn ich den... Mein Bart ist nicht besonders groß und auch nicht hell. Ich habe da sehr dunkle Fliesen leider. Aber wenn ich mit dem geputzt habe, dann strahlt mein Bart. Und der Geruch ist auch 1A. Also ich halte auch hier mal wieder meinen Rüssel rein, ne? Wie immer. Ja, ich rieche auch sogar am Putzregal. Also bei DM in der Putzabteilung. Ich kann auch sagen, Mädels, die Blicke sind euch da sicher. Ja. Das nächste, wo ich auch mehrere Sachen ausprobiert habe, ist hier die WC-Ente und zwar in der Geruchsrichtung Marine, das ist das Blaue. Und auch hier, wie gesagt, habe ich schon mehrere Sachen ausprobiert und bin immer wieder zu denen zurückgekommen. Das gibt es leider nicht bei DM, das gibt es nur bei Rossmann, habe ich gesehen, zumindest in dieser blauen Variante, was ich sehr schade finde, übrigens.
Aber das ist für mich das Beste und auch das Günstigste zugleich. Nicht so günstig sind hingegen diese hier, aber auch für mich unverzichtbar. Und zwar von WC Frisch Türkiskraft aktiv mit Meeresfrische. Und das ist auch wieder so ein Ding, das gibt es auch nur bei Rossmann. DM hat das auch nicht. Also nicht generell diese WC Frisch Teile, sondern in dieser Richtung, Geruchsrichtung, wie auch immer. Die gibt es, wie gesagt, nur bei Rossmann und da bunkere ich mir die immer. Ich habe mir jetzt letztens in meinem Haul, habt ihr gesehen, dass ich mir, ich glaube, 3 Stück mitgenommen habe. Und zwar ist das mit türkisem Wasser und Meeresfrische. Und wie gesagt, der Duft, das riecht hier durch diese Verpackung. Dann habe ich als nächstes noch ein paar Tücher. Ja, ich habe euch ja jetzt die ganzen Putzmittelchen gezeigt, womit ich das mache. Und ja, ich habe auch spezielle Tücher. Ich habe jetzt hier mal die neu verpackten, um euch auch zu zeigen, wie die aussehen. In meinem Bad sind natürlich die benutzten, aber die wollte ich euch jetzt an dieser Stelle nicht zeigen, wenn ich ehrlich bin. Und zwar gibt es die bei Aldi Süd und da sind die Mikrofaser-Bart-Tücher von Optivish. Ja, normalerweise halte ich von den Aldi-Produkten nichts, außer bei Müllbeuteln, da ist es mir relativ latte. Aber die Putzmittel bei Aldi habe ich ausprobiert, sind nicht so doll, aber diese Tücher sind wirklich gut. Ich mache euch die mal auf, um euch die zu zeigen. Wie gesagt, ich habe jetzt hier meine neuen genommen. Super, weiß ich, direkt die Verpackung kaputt. Toll, Vanessa. Und zwar habt ihr hier 2 Tücher. Einmal hier so ein, ja, Art war Schlappen, würde ich sagen. Da kann man auch die Flossen so reinmachen. Der hat hier so eine raue Seite. Die ist also wirklich gut, um richtig den Schmutz so, ich weiß nicht, kennt ihr, wenn ihr das Seifenrest oder sowas im Waschbecken habt? Bei Kindern hat man das öfters mal, muss ich sagen. Und auch in der Badewanne, wenn die nicht richtig ausspülen. Und ja, da kann man das super gut mit wegmachen oder auch so gröberen Schmutz oder Verschmutzungen kriegt man damit super weg. Dann habt ihr hier noch so eine weiche Seite, das ist so Mikrofaser. Und ja, damit könnt ihr dann so nachgehen, trocknen. Und für die Armaturen, da habe ich nämlich das hier, das ist auch dabei in diesem Set. Das ist ein ganz normales, ja, Tuch, würde ich sagen, mit so Waben. Und das ist, wie gesagt, super für die Armaturen. Ich habe die früher immer mit Küchenrolle sauber gemacht. Und seitdem ich dieses Tuch habe, mache ich das damit und das klappt super damit. Also selbst wenn das so ein bisschen feucht ist, von, ne, man fängt ja Badewanne an und so, kann man damit doch noch die anderen Armaturen, ja, super streifenfrei polieren, sozusagen, damit sie glänzen und keine Wasserflecken da sind. So, und das letzte Produkt fürs Bad sind diese Sakrotan WC-Reinigungstücher. Und zwar, ja, wie der Name sagt, benutze ich die nur fürs WC, weil da benutze ich nicht solche Lappen. Ich habe das früher gemacht, bin ich ehrlich, Mädels, aber das ist mir zu unhygienisch. Ich mag es nicht, ehrlich gesagt, wenn man, ja, einen Lappen hat, selbst wenn der nur für die Toilette ist, aber trotzdem, ich, bin ich komisch irgendwie. Und von daher bin ich auf die umgestiegen seit ein paar Monaten und ich bin super zufrieden damit, muss ich sagen. Ich hatte zwischendurch die von Ding mitgetestet, von DM, die finde ich aber nicht so gut wie die, wie das Original hier wirklich. Deswegen habe ich mir die auch wieder nachgekauft, auch wenn sie mit 3,95 € auch ein bisschen teuer sind. Aber hier bekommt ihr 60 Tücher auch, dann, das hält auch, weil ich benutze die wirklich nur für die Brille und ja, für die Keramik an sich, wo man sich halt niederlässt, sage ich mal. Und für den Rest halt Waschbecken und so nehme ich halt die normalen Tücher. Von daher geht das. So, vom Bad springen wir dann zu den restlichen Räumen. Also, ne, Glasreiniger und sowas. Auch da habe ich einen Favoriten, ja. Und das auch dank euch. Und zwar haben wir hier den Frosch Spiritus Glasreiniger. Ja, Mädels, wer kennt ihn nicht, ne? Welche YouTuberin hält ihn nicht in die Kamera? Ich bin auch eine davon mittlerweile. Ich bin auch auf den Fahnenzug aufgesprungen und ich liebe ihn einfach. Auch an dieser Stelle nochmal Dankeschön für eure Empfehlung. Auch hier weiß ich nicht mehr, wer es war. Aber es waren auf jeden Fall mehrere, die den in die Kamera gehalten haben. Und ja, ich bin so, so dankbar, dass ich den ausprobiert habe. Ich habe mich auch hier einige Male durchgetestet. Das habt ihr auch in meinen Aufgebraucht-Videos gesehen. Und war immer so, ja, semi-zufrieden oder überhaupt nicht zufrieden. Und der ist einfach toll. Ja, den Boden müssen wir auch von Zeit zu Zeit putzen. Und da habe ich hier diesen. Und den habe ich euch auch schon mehrmals in die Kamera gehalten. Das ist auch so ein Evergreen von mir, sozusagen. Und zwar ist das der General Sensitive Aloe Vera. Ja, und auch hier der Duft wieder, Leute. Ne? Es gibt den ja in verschiedenen Geruchsrichtungen. Ich habe den früher auch in Bergfrühling gehabt, aber der ist wirklich, der ist die Wucht. Ich liebe das. Ich mag ja Aloe Vera, ne? Das wisst ihr. Und von daher war klar, dass ich den hier auch lieben werde. Ich benutze den übrigens zum größten Teil für meine Böden und ja, wenn ich mir Putzwasser mache, ne, wenn ich die Wohnung putze, so Staubwische und sowas, benutze ich den auch dafür. Auch dafür geht das gut, aber für die Böden ist er ja hauptsächlich bei mir und da funktioniert er sehr gut. So Mädels, und wenn es mal schneller gehen muss, ihr wisst, ich bin berufstätig, ne, und ich bin trotzdem Mama und habe einen Haushalt zu führen.
Und ja, da habe ich nicht immer die Zeit, bin ich ehrlich, um hier einen Eimer voll Wasser zu machen und hier durchzuwischen. Und muss halt auch ab und zu mal einfach schnell was wegwischen, wenn irgendwie, ja, ihr kennt das bei Kindern, ne? Wenn sie essen, dann kleckern sie oder was. Oder auch uns Erwachsenen passiert das. Und ja, da möchte ich das schnell wegwischen. Und dafür habe ich diese. Und zwar sind das die Swiffer feuchte Bodentücher mit Zitronenduft. Und ja, auch hier habe ich die Originalen. Ich weiß, es gibt von Denk mit welche. Habe ich ausprobiert, aber bin ich gar nicht begeistert von, bin ich ehrlich. Weil die sind mir nicht feucht genug. Die hier sind schön feucht und die kommen hier in so einer Wanne. Ich versuche euch die mal zu öffnen, ohne hier rumzusauen. Was ich auch gut finde, weil wenn ihr die dann... Ja, ich saue schon, ihr seht es. Die sind halt hier in dieser Wanne drin und die sind sehr gut getränkt, die Tücher, muss ich sagen. Und man kann die auch hier gut aufbewahren und es kleckert schon. Und wenn man die halt ja, längere Zeit aufbewahrt, weil, wie gesagt, so viele brauche ich davon nicht. Hier sind zwar nur 12 Stück drin, aber so oft brauche ich die nicht. Kann man den Deckel wieder schließen, ohne dass man Angst haben muss, dass die austrocknen. Und das finde ich sehr gut. Das haben die bei DM... Wieso wird das jetzt so dunkel? Das haben die bei DM zum Beispiel auch nicht. Und die sind mir auch, wie gesagt, nicht feucht genug. Also mit diesem Tuch hier kann ich meine komplette Wohnung putzen. Das sind 75 Quadratmeter ungefähr. Und mit den DM-Tüchern, da brauche ich mindestens für einen Raum zwei Tücher. Weil die einfach dermaßen furztrocken sind, dass man damit nicht putzen kann. Ich weiß nicht. Also feucht ist anders auf jeden Fall. Und deswegen investiere ich da gerne die paar Euro mehr. Die kosten ja fast 3 Euro, diese Wanne. Aber wie gesagt, ich brauche die auch nicht so oft. Wirklich nur für zwischendurch, wenn ich mal schnell durchwischen will. Ansonsten benutze ich halt, wie gesagt, die altbewährte Mop-Methode. Ne? Das war's mit den Tüchern für den Boden und für die Flächen. Wie gesagt, wenn es mal schnell gehen muss, irgendwie mal ja, kurz den Esstisch abwaschen oder so, habe ich natürlich auch. Ne? Die Allzwecktücher, ja, die habt ihr auch schon ein paar Mal gesehen. Ich habe die jetzt übrigens in der Box, das habe ich euch erzählt, glaube ich. In irgendeinem Video habe ich euch das erzählt. Ich weiß aber gerade nicht, in welchem. Gab ja diese Saubermach-Edition jetzt, die Frühjahrsputz-Edition bei DM. Und da gab es halt diese Boxen mit dazu und in neuen Geruchsrichtungen sozusagen. Ich habe jetzt hier die Geruchsrichtung Spring Blossom. Und ja, da bekamt ihr, wie gesagt, diese Box dazu. Und das finde ich super, weil, ja, da könnt ihr das Tuch reinquetschen und zumachen. Und die kann man sich halt hinstellen, dann kann man sich schnell rausziehen und finde ich super praktisch auf jeden Fall. Die berühmt-berüchtigten Allzwecktücher. Ja, normale Tücher gibt es bei mir natürlich auch, ne? Und da kann ich euch die hier empfehlen. Und zwar sind die von Veleda. Ich habe jetzt hier das Schild abgeschnitten. Das könnt ihr hier vielleicht noch so ein bisschen sehen. Weil, hat den Hintergrund, ich hab euch die Tücher schon mal gezeigt in meinem Haul, in irgendeinem DM-Haul, der schon länger her ist. Und da habe ich euch nämlich gesagt, dass ich diese Tücher nicht nur zum Putzen benutze, sondern auch für mein Gesicht. Und da ich... Und damit ich die nicht verwechsle, weil die halt die gleiche Farbe haben, da sind immer 8 Stück, glaube ich, drin, habe ich mir ja, die Putztücher quasi die Schildchen abgeschnitten und die fürs Gesicht die Schilder dran gelassen, damit ich halt erkennen kann, okay, welches Tuch ist fürs Gesicht und welches ist zum Putzen. Und die finde ich wirklich super zum Putzen. Die behalten auch ihre, ja, die Weichheit wirklich nach dem Waschen. Wenn ihr keinen Weichspüler zugebt, wohlgemerkt, das dürft ihr nicht tun, weil dann sind sie hin. Aber wenn ihr ohne Weichspüler wascht, dann behalten die ihre Weichheit und ja, die sind wirklich so kuschelig, dass man sich damit wirklich super durchs Gesicht gehen kann und das ist an dieser Stelle auch, ja, auch wenn es jetzt nicht dazu passt, aber ein guter Tipp von mir für die Gesichtsreinigung, keine Allzwecktücher, also keine Einmaltücher zu benutzen, Reinigungstücher, genau das war das Wort, was ich gesucht habe, sondern diese Lappen und ja, Reinigungsseife oder Wasser einfach nur auch, das, dann kriegt ihr das Make-up super mit runter, außer wasserfeste Mascara, aber gut, da nehmt ihr dann sowieso ein Öl. Haltigen Augen-Make-up-Entferner meistens, aber gut. Es soll ja hier um Haushaltsfavoriten gehen, ne? Und nicht um Beauty-Favoriten. Gut, falscher Film, Vanessa. Aber dieses Tuch hier oder beziehungsweise diese Tücher kann ich euch empfehlen. Kosten auch so, ich glaube, 8 Stück, 5, 6 Euro so rum. Aber ich finde das okay in Anbetracht der Tatsache, dass man die wirklich bis Ultimo verwenden kann. Also meine Putztücher, die habe ich wirklich schon über ein Jahr und die sind immer noch wie neu und super und kann ich euch wirklich nur empfehlen. Genau, so, womit machen wir weiter? Genau, wir machen mal weiter mit noch einem Werkzeug, sag ich mal, was für mich auch unverzichtbar geworden ist. Ihr habt es im Vorspann gesehen, ne? Und zwar ist das mein Swiffer. Ja, der ist jetzt ein bisschen schmuddelig, weil, wie gesagt, ich benutze die Produkte auch, die ich euch hier zeige, ne? Ist egal, hier ist ein Haar dran, gut, das muss jetzt nicht sein. Aber, ja, tolles Teil, muss ich sagen. Dieses Ding ist für mich echt unverzichtbar geworden.
Ihr wisst vielleicht, IKEA-Möbel ist, ja, ich habe das schon mal irgendwann mal angesprochen, auch in einem Video long, long time ago. Das ist wirklich Presspappe. Ich liebe IKEA. Ich gehe da super gerne hin, auch Deko und alles. Und auch Möbel finde ich gut, teilweise von denen. Aber machen wir uns nichts vor, ne? Es ist halt nicht die gute deutsche Eiche, sondern Altpresspappe. Und wenn ihr da zu feucht drüber wischt, dann gehen die euch schnell kaputt. Und da ist das Ding wirklich unverzichtbar, wie gesagt. Weil da könnt ihr den Staub so mit aufsaugen, sozusagen, ohne dass ihr die Oberfläche nass macht. Und von daher, ja, meine Empfehlung Nummer 1, mein Swiffer. Und auch dieser hier, das steht auch auf der Verpackung drauf, riecht nach Febreze. Ja, tolle Erfindung wirklich, dieses Ding. Und ich möchte es nicht mehr missen. So, und jetzt habe ich zum Schluss noch was Duftiges für euch und dann machen wir es fertig mit der Küche, würde ich sagen. Ich finde es einfach toll, wenn es gut riecht. Ich liebe es, um nicht zu sagen. Und von daher habe ich hier noch einen Favoriten. Das ist zwar jetzt kein Haushaltsfavorit, also wenn man so will, aber für mich ist es ein Favorit, deswegen gehört er mir auf jeden Fall hier mit rein. Und zwar ist es mein Airwick Pure. Ja, ich habe das hier in der Geruchsrichtung belebende Orange. Und Leute, ich sag euch, das Zeug ist richtig geil. Also wenn ihr Duft wollt und aber das Problem habt bei diesen Duftsprays, bei diesen billigen oder günstigen oder auch ja die normalen von Febreze, dass ihr diesen feuchten Niederschlag habt und gerade bei Laminatböden kann ich auch sagen, es ist mega kacke, weil das schmiert ohne Ende und sieht einfach nicht schön aus und es ist auch glatt an einigen Stellen. Also ich habe mich da wirklich schon mal auf die Nase gelegt und bei dem habt ihr das nicht, wie gesagt. Das ist ja Duft, ich muss das mal... Geil. Einfach nur geil, muss ich sagen. Ich liebe sowieso Orangen-Zitrusdüfte über alles und das ist toll. Also wenn ich wirklich einen scheiß Tag hatte und ich hole das Zeug raus und ich will einfach so, dass meine Wohnung schön frisch riecht, ohne dass ich hier mega Putzaktionen starten muss, dann hole ich, wie gesagt, die Flasche raus und sprühe und ich bin happy. Ja. Man hätte das Zeug auch Happy Orange nennen können, vielleicht an dieser Stelle. Aber... finde ich toll. Gibt es auch in verschiedenen Geruchsrichtungen. Ich glaube in Blau, in Rot noch. Ja, und in Orange. Wobei das Orange gibt es nicht bei DM. Das habe ich in einem Sonderaufsteller bei Rewe gesehen. Ja, jetzt fällt mir gerade ein. Ich hoffe, das ist keine Limited Edition gewesen. Dann schrei ich. So Mädels, wir haben es bald geschafft. Wir machen jetzt es fertig mit der Küche. Und da fangen wir als erstes an mit der Spülmaschine. Ja, die Spülmaschine. Ist bei mir so ein Thema. Ich liebe meine Spülmaschine über alles, muss ich an dieser Stelle sagen. Weil bei einem Familienhaushalt und wenn die Mama noch arbeiten geht, dann ist das unerlässlich, dieses Teil wirklich. Die läuft bei mir täglich, wenn nicht sogar mehrmals täglich. Und von daher möchte ich meiner Spülmaschine ja nicht nur die bestmöglichste Pflege geben auf der einen Seite, sondern ja, da kommen wir zum Problem. Ich möchte auch nicht, dass sie stinkt. Ich habe euch das schon ein paar Mal gesagt, dass ich das absolut nicht abkann, ne? Gerade Thema Gerüche. Und von daher... tue ich alles dafür, dass sie nicht stinkt, als wenn man in einen Gulli gekrabbelt wäre. Und da dieses Stinken auch immer so ein bisschen was mit ja, wenig Pflege zu tun hat, also wenn ihr die Spülmaschine wirklich nicht gut pflegt, dann stinkt sie meistens. Das merke ich immer daran, wenn ich so ein bisschen ja, zu faul bin, ehrlich gesagt, da unten reinzukriechen, um dieses Gitter da sauber zu machen, was auch nicht besonders lecker ist an dieser Stelle. Und ich mache das längere Zeit nicht, dann merke ich schon, dass der Geruch so hochgekrabbelt kommt. Weiß ich nicht, ob ihr das auch kennt. Auf jeden Fall ist das nicht gerade angenehm. Und damit das nicht passiert so schnell, habe ich ein paar Helferlein. Und zwar habe ich hier zum einen für die Reinigung meine Finish Maschinenpfleger-Tabs ohne extra Spülgang steht hier drauf. Die braucht ihr auch nur einmal im Monat reinzupacken. Das seht ihr auch hier hinten drauf. Ich habe auch schon eins verwendet, wie ihr seht. Und ja, jetzt habe ich hier noch für nächsten Monat und für übernächsten Monat habe ich noch eins. Und ich finde, das geht vom Preis. Ich glaube, die kosten irgendwie 2 Euro oder was. Und dafür, dass ihr 3 Monate was davon habt, finde ich das vollkommen in Ordnung. Und Finish liebe ich ja sowieso, ne? Ich habe es auch schon ein paar Mal gesagt. Ich habe auch hier zum Beispiel Salz davon. Ja, das kann ich euch noch zeigen. Und dann habe ich auch noch Klarspüler von Finish. Ich drehe das mal rum. Meine absoluten Favoriten im Bereich Spülmaschinenpflege sozusagen. Die greife ich mal vorne weg, weil da muss ich auch nicht viel zu sagen. Kaufe ich auch schon seit, ja, keine Ahnung, über einem Jahr auf jeden Fall. Und diese Dinger habe ich neu, wie gesagt. Ich hatte... letztes Jahr hatte ich damit angefangen und ich finde die super. Also die legt ihr nur unten rein und dann könnt ihr trotzdem euer Geschirr mitspülen. Da tut sich nichts. Das ja, nimmt den Geschmack nicht an oder so. Also wirklich super Teil, wenn ihr euch das sparen wollt, so ein extra Spülgang. Ja, und um nochmal einen oben drauf zu setzen, habe ich hier nochmal von Finish. Wie gesagt, ihr merkt schon, ich liebe diese Marke in Sachen Spülmaschine. Da kann Somat, wie gesagt, bei mir nicht mithalten. Und zwar habe ich hier dieses frische Deo, also frische Duft. Und
in der Geruchsrichtung Zitrus und Limette. Und so ein Ding hält euch auch. Also ich habe meins jetzt wirklich schon 2 Monate mindestens in der Spülmaschine und ja, finde ich gut. So, das war's zum Thema Spülmaschine und jetzt schließen wir das Ganze mit der Küche. Und da habe ich ein Produkt für euch, das müsste euch, glaube ich, auch schon mittlerweile nachlaufen. Sagen wir so, wenn es ein Produkt geben sollte, was ich auf eine einsame Insel mitnehmen würde, wenn ich da eine Küche hätte, dann wäre es dieses. Und zwar meinen Frosch Grapefruit Fettentferner. Ja, auch hiervon habe ich euch schon mehrere Male vorgeschwärmt. Ich glaube, das ist die 3. Pulle, die ich jetzt davon habe. Ich habe schon 2 aufgebraucht. Das Zeug ist sehr ergiebig. Also ich brauche ungefähr 1 im Monat davon, vielleicht ein bisschen weniger. Ich muss aber auch dazu sagen, ich putze damit alles in der Küche, wirklich alles. Meine Fronten, mein Ceranfeld, meine Spüle, alles wirklich, meine Mikrowelle. Das Einzige, was ich nicht damit putze, ist mein Kühlschrank von innen. Da habe ich was anderes, das zeige ich euch gleich. Aber ansonsten wird wirklich in der Küche alles geputzt damit. Und ich liebe dieses Zeug. Zum einen auch hier wieder wegen dem Duft. Ne? Wir machen das auch mal auf. Ich habe da auch schon ein paar Mal dran geschnüffelt. Aber ja, ich kriege da auch nie genug von. Es ist so, diese Komposition aus frischer Grapefruit und so ein bisschen was Reinigendes. Einfach toll. Ich liebe das. Wenn ich damit meine Küche geputzt habe, dann strahlt sie nicht nur, dann riecht sie auch gut und dann weiß ich auch, wofür ich geputzt habe, weil, ja, ich muss gestehen, Mädels, an dieser Stelle, putzen ist nicht eine meiner Lieblingsaufgaben. Wessen ist das schon, ne? Aber ich hasse es wirklich abgrundtief, aber ja, ich weiß auch, dass es sein muss und wenn ich dann merke oder rieche, meine Küche ist dann wieder schön duftend, dann habe ich das gerne getan, auf jeden Fall. So, und zum Thema Kühlschrank habe ich hier auch wieder was von Denk mit und das habe ich relativ neu entdeckt. Ich glaube, den gibt es auch relativ neu. Und zwar ist es der Küchenhygienereiniger. Wenn ihr so Sagrotan-Feen seid, also die alles desinfizieren müssen, ne, dann könnt ihr das natürlich auch nehmen. Hier steht auch drauf, entfernt Fett, Schmutz, schlechte Gerüche, also kannst für alle abwaschbaren Küchenoberflächen nehmen, steht auch hier drauf. Aber ich benutze es nur im Kühlschrank, weil ich finde, ja, ich bin halt nicht so eine Sagrotan-Fee, ne? Ich brauche das nicht, ich habe das im OP schon, diese Sterile, und dann muss ich das in meiner Wohnung nicht haben. Ich mag es, wenn es sauber ist und wenn es gut riecht, wie gesagt. Aber es muss nicht steril sein und hygienisch rein. Aber im Kühlschrank sehe ich das anders. So, Mädels, das war's. Wir haben es geschafft. Wie gesagt, es war eine Menge Zeug. Ich habe es euch am Anfang angekündigt. Ich hoffe, es war an der einen oder anderen Stelle interessant für euch. Und vielleicht habt ihr auch ein paar Produkte entdeckt, wo ihr sagt, die benutze ich auch schon länger. Oder vielleicht ist sogar das eine oder andere dabei, wo ihr sagt, das könnte ich auch mal ausprobieren. Wenn ihr Tipps für mich habt, was ich mal ausprobieren sollte unbedingt, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ich bin da immer offen für Neues. Ja, und ansonsten würde ich sagen, schließen wir das Video hier. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Macht es euch fein, Mädels. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Tschüss!